Guten Morgen, ihr Lieben. Ja, ich bin gerade aufgestanden. Erste Pudderpause stand auf dem Plan. Und ja, Heizung läuft gerade an. Ja, der Wind hat auch nachgelassen. Der kam von aus der Richtung. Ja, hat mich natürlich extra so hingestellt, dass hier keine riesen Bäume sind. Gut, wenn der jetzt umgekippt wäre, wäre auch nicht gut gewesen. Naja, gut. Ja, kommt, lasst uns reingehen. Gibt's erstmal Frühstückchen. Käffchen. Morgen. Ich bin jetzt ja nicht mal eine Woche unterwegs. Ich komme aus Magdeburg, weißt du? Ach so, du warst das, siehst du? Seht ihr, Leute, das war der Mann mit dem Pferd gestern, mit der Kutsche. Ja, der hatte ja in der Nähe einen Bauernhof. Gerade durch. Habe ich gestern auch auf der Karte gesehen und hätte ich jetzt gleich dort duschen können. Er ist auch sehr gastfreundlich. Die sind auch selbst mit dem Pferd und dem Planwagen jedes Jahr 14 Tage, 3 Wochen unterwegs und fahren dann von hier zum Beispiel nach Berlin und ja, machen das nur mit den Pferden und fahren dann nur so diese Forstwege, diese Waldwege. Das ist ja cool, da gibt es wohl auch eine App. Also einwandfrei. Machen wir mal ein anderes Licht hier an, dann seht ihr ja nichts. Jetzt habe ich lange telefoniert und zwar mit dem Gero. Den möchte ich ja treffen die Tage. Mal gucken, ob das alles so klappt. Ja, und jetzt muss ich mich sputen. Schaut mal, wie spät das schon ist. Es ist schon 22:30. Ich komme ja nicht los. Draußen 4 Grad, hier drinnen schon 23. Richtig hitzig. Oh, guck mal, das Gerät. Oh, zeigt 1000 ppm an. Ist gut. Wunderbar. Ja, schaut euch mal das Wetter draußen an. Auch gut aus, nicht mehr so windig wie gestern. Das heißt, wir können da gleich starten. Ich werde gleich mal losdüsen. Schlechte Nachrichten, meine Lieben. Die Dieselheizung hat mein Akku leer gezogen. Zum Glück ist er jetzt wieder hoch. Er hat jetzt wieder 43 Volt. Der war runter bis auf 35. Das ist natürlich gar nicht gut. Die darf man ja nicht tief entladen. Und bei dem Akku bin ich das BMS. Dann habe ich mal wieder geschlafen. Zum Glück war das kein hoher Strom. Ich hoffe mal, dass die Zellen nicht defekt sind. Also wenn ich den nachher lade, muss ich aufpassen. Den muss ich ein bisschen abseits legen. Nicht, dass der mir um die Ohren fliegt. Also ja, sollte mir vielleicht doch mal ein anderes BMS da einlöten. Ja, hat man schon mal ein komisches Gefühl jetzt. Ja, unsicheres. Ach so, und ohne, ich kann jetzt den Motor hier nicht anmachen. Der Akku ist ja auch leer. Ja, also wir müssen jetzt nur mit dem Akku vom Hemiway, müssen wir es jetzt schaffen. Und mit den Akkus hier, mit denen hier, meine Beine. Naja, werden wir schon schaffen, wird schon schief gehen. Machen wir hier noch zu. Guck mal, ihr seht ja ja nichts. Machen wir hier die Klappe noch zu vom Bettkasten und dann jetzt an die Stützen. Jo, haben wir alles. Motor können wir nicht anmachen. Oh, das kam total unverhofft. Ich stehe hier schon eine Weile und hatte immer die Heizung laufen. Gestern auch ein paar Mal an- und ausgemacht. Das frisst auch viel Strom. Aber vorhin hatte der Akku nur 48 Volt und sah auch noch kräftig aus, als die Heizung angegangen ist. Also hat die Spannung gehalten. Ah, seht ihr, da muss man aufpassen. Ich habe jetzt die ersten Meter geschafft. Er geht mit Wind. Er kommt von da drüben. Kann man aber fahren. Braucht auch nicht zwingend den Motor, zum Glück. Ja, da sind jetzt bloß noch 20 Kilometer. Bin jetzt kurz vor der Bundesstraße. B105. Ja, so, hier kommt der nächste Ort. Kann euch mal die Karte hier einblenden. Dann wisst ihr ungefähr, wo ich bin. Mal schauen, was das jetzt hier für ein toller Ort ist. Löbnitz. Wer kennt es nicht? Und hier vorne gleich wieder die LPG. Jetzt über die Bundesstraße rüber. Ja, und da geht es dann weiter. Geradeaus geht es jetzt nach Barth. Und ich könnte jetzt Abkürzung fahren. Links lang nach Bobelkow.
unserer Frau. Ein Dorf kommt als nächstes. Hier vorne ist es so eine Art rüber zu kommen. Gehen wir mal Gas. Fällt durch rüber. Hier kommen schon die nächsten Autos drauf. Alles gut gegangen. Da guckt man jetzt schon mal einer seinen Müll abgeladen. Ja, sieht gut aus bis jetzt der Belag. Fahren wir mal erstmal hier lang. Das ist ja eher eine Fußgängerbrücke als eine Fahrradbrücke. Nee, da kommt man nicht rüber. Müssen wir noch mal wenden. Kommen wir noch mal an der Scheune vorbei. Oder? Kommen wir da rüber? Keine Chance, ihr Lieben. Ich stehe jetzt mal hier oft mit dem Rad drauf. Das ist zu steil. Da kommen wir nicht hoch. Also bräuchte man jetzt eine zweite Person. Der wird es wahrscheinlich gehen mit Schieben und so weiter und festhalten. Aber das kann ich nicht fahren. Müssen wir wirklich noch mal umdrehen. Naja, ist halt so. Fahren wir Straße. Ja, und seht ihr, jetzt wisst ihr, warum ich meistens Straße fahre. Ich bin jetzt eh mal abgebogen hier auf so einen Radweg. Und ihr seht ja, was rauskommt. Kommt man nicht weiter. Für Fahrradwohnwagen nicht gemacht. Also, wieder zurück, Straße fahren. Ich bin jetzt durch den Ort Diewitz durchgefahren, davor Frauendorf. Ja, hier geht es das nächste Mal holpersteinmäßig weiter. Also ich werde jetzt zurück hier zur Hauptstraße fahren. Und dann halt durch den Ort. Geht nicht anders. Das tue ich mir jetzt hier nicht an, kurz vor dem Ziel. Fliegt mir der Wagen auseinander. Ostseeflughafen, da ist er. Ja, die gewaltig Wind nicht auf dem Flugplatz. Schöner Gegenwind jetzt. Oh, da steht sogar ein Hubschrauber. Guck mal, von See. Wir haben es geschafft. Na, noch nicht ganz. Jetzt sind wir in Barth. Sind immer noch 15 Kilometer bis an Zingst. Müssen wir so rumfahren. Wurde gerade gesagt, im Sommer kann es hier nicht her. Es wird extrem viel los sein. Jetzt hier, Denkmal. Mahnmal KZ Barth. Oh, seht ihr, sowas war hier auch. Nicht schön. Hallo. Oh. Grüßtest durchgefallen. Gut, fahren wir mal bei Esso ran hier. Dann geht hier noch ein bisschen Diesel drin. Die winken schon. 2 Euro der Liter, ganz schön teuer, Mensch. Die Heizerei hier. Na, wir haben noch ein bisschen was drin. Auf der sicheren Seite. Hat alles gut geklappt. Gleich noch ein paar Chips geholt für heute Abend und ein bisschen Kinderriegel. Ich fahre jetzt hier noch durch so ein Waldgebiet und dann sind wir schon vorne an der Küste und wie gesagt, ich fahre dann zum Zeltplatz, versuche da zu laden, da ist auch eine öffentliche Toilette, das ist sehr gut, muss man nicht über den Wald gehen. Ja, das Waldgebiet sieht sehr toll aus, richtig urig mal wieder, das seht ihr ja selbst, das sieht ganz toll aus. Ja, noch 2 Kilometer haben wir es, dann sind wir schon da. Ja, mich haben gerade ein paar Autos überholt. Da vorne fahren sie. Ja, schöne Grüße an die Leute, die da gewunken haben. Ja, mit sowas rechnet man äußerst selten bei Autofahrern. Kommt aber auch mal vor. Einmal frei. Super. Freut mich. Da drüben ist die Ostsee. Ja, wir müssen jetzt hier rechts auf den Zeltplatz. Sieht man leider nicht, sind die Dünen davor. Wir müssen jetzt hier rechts. Ja.
Schaut mal, da sind Ladesäulen. Grün sind sie schon. Angeschlossen müssen sie schon sein, aber seht ihr. Entweder machen sie das neu oder das auch nicht. Das sieht schlecht aus. Da ist noch irgendwas. Und da wahrscheinlich bloß ein Mülleimer. Leute, ich hatte mich jetzt glatt durchgerungen, auf dem Zeltplatz zu bleiben, aber nee, also die Preise, das ist ein bisschen teuer. Müsst ihr vorstellen, ich bin außerhalb der Saison und ich wollte jetzt 25 Euro haben. Das ist mir zu heftig. Also ich muss mich irgendwie als Wohnmobil einbuchen. Zelt geht nicht, Zelt ist es auch zu. Nee, da fahren wir weiter. Okay, gucken wir weiter, wo die nächste Ladesäule ist. Da hat sie mir geholfen. Hier hinten runter soll noch was sein. Da schauen wir jetzt mal hin. Wir sind drinnen. Ja, da vorne kommt es schon, das ist bloß ein Kilometer. Darum mein Tipp an die preisbewussten Zuschauer, wenn ihr hier Urlaub machen wollt, bleibt vor der Küste. Da habe ich in der Saison ein Zeltplatz für 6 Euro bekommen. Oder halt die Mecklenburger Seenplatte, das ist auch nicht so teuer, aber hier oben ist wirklich dolle teuer. Ja, und den auch im Sommer sehr überlaufen. Deswegen bin ich ja nicht her, deswegen bin ich ja jetzt da. Dass ich mich jetzt hier so hinbuchen will, nee, das machen wir nicht mit, Leute. So, wartet mal, irgendwo muss hier die Ladesäule sein. Vorne links ist es, ist man gleich da. 3 Meter weiter. Der nächste spannende Augenblick, mal schauen, ob es funktioniert. Aber also nicht immer hin. Aha. Oh, oh. Der Akku lädt jetzt auch, muss ich natürlich aufpassen, dass der mir um die Ohren fliegt. Deswegen habe ich hier ein bisschen dahin gelegt, mache ich immer so. Ja, jetzt das Kabel noch reinlegen und dann machen die anderen an und dann machen wir Standheizung an und dann machen wir es erstmal gemütlich. Aber hört ihr das im Hintergrund? Es ist ganz schön windig, Leute. So ihr Lieben, dann komme ich mal rein in eine gute Stube. 4,5 Grad draußen. Oh, seht ihr jetzt nicht richtig. Hier. Nicht schlecht, Wahnsinn. Ja, wenn man so losfährt, denkt man, oh, das schaffst du nie. Und seht ihr, dann sind wir schon da. Wahnsinn. Und ihr seid mit dabei. Hier ist jetzt der erste Kaffee fertig. Ja, und es gibt eine äußerst gesunde Ernährung heute. Und zwar sind mal wieder Chips. Habe irgendwie Schmack drauf. Und dann gibt es noch eine Tafel Kinderschokolade. Ja, ich weiß auch nicht. War doch ein bisschen anstrengend heute. Bin noch ein bisschen durchgeschwitzt. Ja, naja, aber was soll's. Machen sie uns jetzt hier gemütlich. Schaut mal meine Aussicht. Da steht sogar 100% Ökostrom. Nicht schlecht. Ideenmuster. Da fährt gerade einer, den ich ja auch wieder kennengelernt habe. Also, guck mal. Machen wir Alarmanlage scharf. Ja, das Laden ist jetzt beendet. Und ihr seht, ist schon wieder duster. Und ich habe jetzt auch keine Lust, noch eine neue Stelle zu suchen zum Übernachten. Bleib jetzt hier, lade morgen früh nochmal alles ganz voll. Wie gesagt, der Akku vom Hemiway, der braucht so 7 Stunden, der ist jetzt noch nicht voll. Und an den Ladesäulen muss man kurz vor 4 Stunden Ladedauer, also kurz bevor ihr 4 Stunden hier standet, beenden. Ansonsten bezahlt er da Blockiergebühr. Habe ich jetzt gemacht. Ja, und morgen lade ich dann nochmal alles komplett voll und dann fahren wir weiter. Ich bin übrigens einen Haufen Leute kennengelernt, Wahnsinn. Also hier wird so von jedem angequatscht. Hab auch so einen Chef kennengelernt hier von, die haben hier viele Ferienwohnungen und so. Der kam aus Berlin und der hat mir leider angeboten, dass ich da als Saisonkraft arbeiten kann. Aber ich habe gesagt, ich mache jetzt erstmal meine Tour dieses Jahr, vielleicht nächstes Jahr. Sieht ja interessant aus hier, so hört sie dieser Multimedia-Halle. Captain Hansen, irgendwie so ein Schiff hier. Seht ihr, von da bin ich gekommen. Hier ist so eine Düne. Und dann geht man hier so einen Weg runter zum Strand. Sturm, Leute! Sturm! Aber oh, der drückt schon heftig hier. Oh. Wahnsinn, das war heute schon höher. Guckt mal hier. Jetzt ist es da. Du, René, stürzt sich mit Fluten. Bisschen können wir ja, wa? Gehe noch ein bisschen durch den Ort hier. Ja, nicht viel los. Aber tolle Häuser. Ja, guck mal, haben sie richtig schön gemacht alles. Gut aus. Aber ihr seht ja, da hinten sind noch 2 Leute. Das war's.
Enduro, ne, fühlt sich irgendwie ganz alleine hier. Oh, sieht auch gut aus hier. Schaut mal. Das sieht ja richtig nobel aus hier. Ostseebar. Ne, Oysterbar. Sieht auch toll aus, dieses Haus hier. Ist auch eine Gaststätte. Und jetzt hier haben wir Seebrücke. Ja, hier geht es jetzt rauf auf diese Brücke. Kommt man mal ein Stück rauf gehen. Sieht heftig aus mit den Wellen hier. Wahnsinn. Ich denke mal, ihr hört auch den gewaltigen Wind hier. Ich hoffe, dass diese Brücke hier hält. Schaut mal, hier ist so eine Tauchglocke. Da ist sie. Seht ihr sie? Die fährt dann runter hier. Und ist ganz vorne. Oh, hier hat sie angelt. So sieht's aus hier ganz vorne. Licht ist leider auch aus. Da geht's wieder zurück. So, sind wir wieder da in einer guten Stube. Erstmal die Heizung wieder anschmeißen. Ist schön warm wird hier drinnen. Ja. Wie viel Grad haben wir? 8. Es ist mittlerweile um 22 Uhr hier drinnen. Ja, ich habe die Heizung gerade wieder angeschmissen. Es sind 13 Grad. Und wir gehen jetzt nochmal die ganzen Tourdaten durch. Ja, es war heute nicht allzu weit. 32 Kilometer. Teilzeit 1¾ Stunde. Und ja, es ist um 10. Und die Durchschnittsgeschwindigkeit waren jetzt 19 Kilometer die Stunde. Und die insgesamte Fahrzeit waren fast 20 Stunden. Und die Gesamtkilometer sind 375 Kilometer von Magdeburg aus bis hierher. Das ist schon ganz schön, also fast 400 Kilometer. Nicht schlecht. Ja, mal gucken. Da komme ich doch bestimmt auf fast 1000 Kilometer, denke ich mal. Ich werde mich denn nächste Woche wahrscheinlich, wenn es klappt, mit Gero treffen. Und ja, mal schauen, wo wir noch hinfahren. Jo, so ist erstmal der grobe Plan. Mal gucken, ob das alles so klappt. Ja, okay, ihr Lieben. Dann würde ich sagen, ja, wo war ich gerade stehen geblieben? Also auch ruhig im Winter, auch mal hier an der Ostsee fahren. Habt ihr gesehen vorhin, auch im Dunkeln da noch. War richtig schön gewesen. Arm und frei. Ja Leute, seht ihr, glatter ein paar ganz nette junge Leute kennengelernt hier. Also Kommunikation wird ja groß geschrieben, wurde mir auch gerade gesagt. Und sich denn wohler fühlt als Urlauber, stimmt. Also ich wurde ja schon massenhaft angequatscht und die sind jetzt hier mit dem Auto, machen gerade so eine kleine Runde, haben das gesehen, sind rangefahren, haben Hallo gesagt, ich bin ja auch sehr kommunikativ und ein wunderbares Gespräch. Ja, also super. Und das waren so, ich würde, hätte jetzt in den 90er Jahren gesagt, so Metal-Typen. Also der Mann zumindest war jetzt Männlein und Weiblein und der Mann war so Metal-Typ mit längeren Haaren und so. Ey, cool. Aber frei. Ja, und so eine Leute siehst du bei uns im Magdeburg gar nicht mehr. Also irgendwie, oh, verstecken die sich. Nee, aber frei, ey. Top. Super. Also Leute, okay, das soll es gewesen sein mit dem Teil. Gute Nächte. Guten Morgen, ihr Lieben. Ja, unsanft geweckt worden vom Ordnungsamt Zingst. Sind schon weg, aber hier darf man nicht übernachten, haben die mir gesagt. Ja, ist halt Urlaubsregion und da will man das nicht, dass man hier auf den Parkplätzen ja pennt. Habe ich jetzt auch gar nicht dran gedacht. Ja, in einer Stunde muss ich weg sein. Jetzt hier frühstücken und weiterdüsen. Naja, was heißt Leute? Kommt auch vor. Irgendwie komme ich mir gerade vor wie ein Schwerverbrecher. Ich habe mal so in mich gehorcht. Und man will mich in Zingst auch nicht mehr sehen. Ich weiß mal auch nicht. Ich meine, der Mann war freundlich, aber bestimmend. Ja, ich weiß nicht. Ich habe gerade überlegt. Habe ich jemanden umgebracht? Habe ich versucht, hier irgendwas zu zerstören? In einer Stunde muss ich aus der Stadt sein. Du, nee, hast du noch so gehängt. Ja. Ein bisschen merkwürdig. Gucken wir mal weiter. Wollte ich ja sowieso machen Richtung Prero. Hauen uns da irgendwo hin. Ich habe mir gerade gesagt, hier muss es da irgendwie eine rechtliche
eine rechtliche Grundlage geben, beziehungsweise irgendwie auch eine Beschilderung. Und schaut euch das mal an, da ich gestern gar nicht drauf geachtet hier. 7 bis 20 Uhr darf man mit Parkschein parken und ab dann ist sogar das Parken verboten hier. 22 bis 7 Uhr auf der gesamten Fläche. Seht ihr? Aha. Da ich natürlich überhaupt nicht drauf geachtet. Denkst ja nicht, wie gesagt, Parkplatz, Winter. Im Sommer kann ich mir sowas natürlich vorstellen, logisch. Aber jetzt im Winter hier, wie gesagt, kein Mensch hier. Total leer hier die Orte, ausgestorben. Totentanz. Aber nee, auch da fahren die rum und gucken halt. Naja, gut. So ihr Lieben, dann lasst uns mal alles zusammenpacken. Hab schon alles hier reingeräumt, verstaut. Ballaktion sind auch schon drin. Akku ist da der eine. Den anderen stöpseln wir gleich noch an. Ab hier unten, denn hier lädt mein Telefon noch. Und der kommt dann vorne ans Rad dran. Dann schließen wir den Akku hier ans Fahrrad wieder an. Bis jetzt funktioniert das super. Das hier ist ein 58 Volt Akku. Und wie gesagt, das Fahrrad hat normalerweise ein 54 Volt System. Seht ihr, Gero hat mir den Tag noch gesagt, sein Controller am Fahrrad ist schon bei 2 Volt mehr abgeraucht. Der hier funktioniert bis jetzt. Also müsste es eigentlich auch dauerhaft funktionieren. So, haben wir alles. Nochmal gucken hier. Oh, alles weg aus. Erstes Schiff. Hier kann man eine Boddenrundfahrt machen. Sehr toll. Wir müssen jetzt hier rechts abbiegen. Ich war gerade einkaufen hier bei Penny in Prero. Und jetzt fahren wir mal ein bisschen in den Wald rein, ein bisschen Natur erkunden. Ja, okay Leute. Gucken, wie lange es dauert, bis ich da verjagt werde. Ja, naja, gut. Okay, Leute. Ja, ich will es nicht weglassen. Einen hupenden Autofahrer hatte ich vorhin auch. LKW-Fahrer, obwohl total leer war. Naja, gut. Hier ist ein bisschen jetzt so das Zentrum von Prero. Schön aus. Ein paar Cafés und Hotels. Ja, wir müssen noch ein Stück fahren, dann kommt das Waldgebiet. Guckt mal hier. Schön einkaufen. Damenmode. Hier Restaurante. Italiener hier. Man hier oben fahren. Mal gucken. Total beschissen hier. Es geht richtig hier runter. Es ist richtig so eingegraben. Ja, jetzt fahre ich hier oben. Das ist auch eine böse Ware. Eieiei, meine Lieben. Und das sind gerade mal, wie ich, 200 Meter jetzt hier. Nicht so schön. Ja, die reiten hier lang. Deswegen ist der Boden total weich. Und diese Spur. Schaut euch das an, wie das aussieht hier. Ja, also hier kämpfe ich mich jetzt lang. Wahnsinn. Gut, dass wir die breiten Räder haben. Müssten da hinten am Wohnwagen auch mal ran. Also, Fatbike-Räder drauf. Jetzt brauchen wir den Modi. Wir haben es geschafft. Da geht dieser Weg noch lang da drüben. Wir sind jetzt hier auf dem normalen Radweg. Sehr naturbelassen, sag ich mal so. Fahren wir mal ein Stück lang. Mal gucken, wie weit wir kommen, ansonsten drehen wir um. Ja, das tue ich mir natürlich nicht an, dass ich hier über den Geländeweg fahre. Das ist denn für die Mountainbiker. Ja, wird schon schlimm hier. Ja.
Ja, gut, so kenne ich es. Ich war, wie gesagt, schon mal hier mit dem Anhänger. Also Fahrrad und normaler Anhänger. Ja, das ist eher ein Wanderweg hier. Und ja, jetzt geht es ja auch. Muss man halt langsam machen. Ich fahre jetzt so bloß in Stufe 1. 7, 8 Kilometer die Stunde. Gut, jetzt wird es aber ländemäßig. Hier beginnt jetzt Nationalpark Vorpommersche Boddenlandschaft. Hier ist auch nochmal eine Karte. Schaut mal. Ja, hier bin ich jetzt gerade. Hier ist die Grenze. Also hier ist Nationalpark. Ja, mal schauen, was ich jetzt mache. Ich überlege mal wirklich noch 5 Minuten. Wie ihr seht, ich bin beim Zeltplatz. Aber schlechte Nachrichten, ist leider zu. Ja, das heißt, ich überlege mal noch 5 Minuten. Hier hätte man schön am Strand pennen können. Wäre natürlich toll gewesen, aber. Ja, der Campingplatz zieht sich hier genau am Strand lang. Und habt ihr ja eben gesehen, da waren Schranken. Aber linksseitig stand Radweg. Ja, geht hier auch lang. Ja, bin ich einfach mal lang gefahren. Nicht mehr da, bis ich eben war noch was. Ach doch, da sind neue Gebäude. Da sind überall Gebäude. Also ganz am Strand geht er lang. Teil strandnah, richtig schön. Leider zu. Jetzt hätten wir uns wahrscheinlich, kann man hier sein Zelt hinhauen, wenn offen ist. Also richtig schön. Ja, ich fahre jetzt hier mal diesen tollen Weg lang. Da steht ein Hänger. Wir hatten den da stehen lassen. Alles angeschlossen. Ah ja, gut. Diesmal weiter. Bauarbeiten. Hier kommt man nicht weiter. Jetzt müssen wir hier diesen Weg lang. Nur Holperweg mal wieder. Naja, wir kämpfen uns lang. Wartet mal, ich kann ja auch hier fahren. Kommt jetzt kein Fußhänger. Der Weg müsste hier ein bisschen besser sein. Ja, das ist doch besser hier. Ist jetzt eh kein Fußhänger da. Schaut mal, fahren wir hier lang. Sieht interessant aus hier. Ich gehe jetzt noch ein Stück bis nach vorne. Mal gucken, was da los ist. Ich habe jetzt den Hänger da hinten hingestellt. Da steht er. Geh mal ein Stück so weiter. Ja, seht ihr, hier bauen sie. Und hier ist dann sowieso Feierabend. Wie hier ich mich auch hinstellen kann. Habe ich jetzt von Weitem nicht gesehen. Ach, seht ihr, da hinten ist der Ostsee. Das war's jetzt. Ich weiß gar nicht, ob man da lang gehen kann. Sieht so aus, ja. Da hinten sind Menschen. Das ist natürlich ein toller Strand hier. Richtig schön naturbelassen. Leider komme ich mit dem Wohnwagen nicht her. Das sieht ja gut aus hier. Ja, dann kann man hier schön lang hingehen. Wunderbar. Ich bin jetzt schon ein Stück zurückgefahren und hier ist eine Weggabelung. Da fahren wir einfach mal rechts rein. Ich glaube, da kommen wir auch runter. Ich fahre jetzt nach Süden, Richtung Bern. Born anders. Wieder der ruckelt. Alles war gut. Alles gut wieder. Kutschweg, Fahrräder gesperrt. Hier fahren wir jetzt nach rechts Richtung Westen. Da geht es Richtung Süden. Sieht der Weg aus? Geht. Kann man fahren. Da vorne kommt jetzt ein Stück Strand. Mal gucken, ob wir uns da hinhauen. Das sieht gut aus. Und da sieht es naturtechnisch mega urig hier aus. Seht ihr ja. Und ich finde das jetzt auch toll, dieses Fahren, was ihr hier seht, was so grau ist, was so am Verrotten ist, sieht irgendwie total urig aus. Gefällt mir richtig gut. Bleiben wir doch hier, sieht doch gut aus. Hier geht linksseitig auch ein Radweg lang, an dem werde ich nicht lang fahren. Er ist total sandig. Ja, tippitoppi. So ihr Lieben, ich habe es mir jetzt hier gemütlich gemacht.
Ja, noch nicht ganz, die Stütze muss noch runter. Schöne Stelle mit Blick auf dem Meer, so habe ich es mir vorgestellt. Und ja, bin jetzt auch nicht im Schutzgebiet drin. Das beginnt hier hinter. Alles easy. Ja, gut, kommen kann trotzdem wer. Schaut mal. Bin mal gespannt. Naja, gut. Klappe auf, Heizung an. Dann gibt es erstmal Happenpappen. Ich habe nämlich Hunger. Käffchen ist fertig, meine Lieben. Heizung läuft auch. Essen ist auch schon halb fertig. Gibt Joghurt mit schönen Bananen. Ja, und was gibt es für mich Schöneres als Bananen? Und an der Ostsee sein. Schaut euch das an. Richtig toll die Stelle. Super. Totale Ruhe auch. Ich denke mal im Sommer wird das hier dolle voll. Aber jetzt ein Träumchen. Herrlich. Super. Das ist so ein Naturstrand. Hier sind auch keine Strandkörper. Da gehen wir nachher nochmal runter. Also, ich hoffe, die können so weit denken. Können sie nicht, habe ich mich heute Morgen durch. In Zingst. War eben die ungefilterte, einheimische Stimme. Ja, einen ganz netten Fahrradkollegen kennengelernt hier, der auch ganz viel mit dem Rad unterwegs ist. Auch in Spanien, in Amerika geht er wandern. Sehr interessantes Gespräch eben gewesen. Vielleicht treffen wir nochmal, müssen wir mal gucken. Ja, also super. Ja, und hoffen wir mal, dass hier kein Regenschau kommt. Aber wie gesagt, das Gebiet geht erst da hinten los. Habt ihr eben gehört. Ich weiß nicht, ob ihr es gehört hattet. Ihn hatten sie da letztens erwischt. Er brauchte nicht bezahlen. Ich jogge mal ein bisschen am Strand lang. Ich habe eben noch einen jungen Mann getroffen. Oh, bestimmt eine halbe Stunde mit ihm erzählt. Und ja, bin gar nicht zu meinem Strandspaziergang gekommen. Schaut euch das an, so ein naturbelassener Strand. Leider ist das Wetter nicht so gut, aber so ist das halt im Winter. Absolut super hier. Guckt euch diese Landschaft hier an, wie die Brandung sich bis hier rangekämpft hat, wenn hier Sturm ist. Wahnsinn, das sieht ja wahnsinnig aus, toll. Bei Sturm müsste man nochmal hierher. Aus Holz, das war richtig hoch gebaut. Und seht ihr, wie die Natur sich hier alles zurückholt. Buschkraftschilder mitten an der Ostsee. Wahnsinn. Und von den Dingern standen vor ein paar Jahren hier ganz viele. Aber ja, das Meer hat sich alles zurückgeholt. Ja, war richtig schön. Vielleicht schaffen wir es morgen noch mal. Toll hier am Strand. Wirklich super. Ja, also mal die Ecke. Und ja, da müssen wir zurück. So, ich bin wieder zurück. Ich wäre fast zu weit hier rein. Das sieht man ja nicht. Sieht ja alles gleich aus. Ah, hier geht's hoch. Gerade mal aufs Navi-Gerät geguckt. Uiuiui, Leute. Das wär's. Der Livestream ist jetzt beendet. Ja, ich guck gerade mal raus, wie es hier aussieht. Ob sich hier irgendwo ein Wildschwein rumtreibt oder ein Stalker. Muss man doch mal gucken. Nee, alles in Ordnung. Sieht alles gut aus. Hab jetzt die Kamera da. Ihr seht ja da hinten. Leuchtet es immer noch. Aber man erkennt natürlich nicht. Klar, so weit kann er nicht machen. Da hinten hat eben schon mal was geleuchtet, war eben auch ein Geräusch hier. Also irgendein Tier war hier eben. Seht ihr das da? Da. So Wölfe sind hier aber nicht. Wahrscheinlich ein Vogel, vermute ich mal. Die Überwachungskamera ist schon tippitoppi. Durch weißt du halt, wenn du so Geräusche hörst, kannst du halt gucken, ist da jetzt was oder ist da nichts. Gut. Leuchtturm und Schiff wissen wir Bescheid. Ja, und ich würde sagen, ich gehe jetzt langsam zu Bett und wir hören uns dann morgen wieder beim nächsten Tag der Tour. Ja.
Dann würde ich sagen, wir sehen uns dann im nächsten Teil. Und ja, macht euch einen schönen Tag, meine Lieben. Ja, bis zum nächsten Teil. Ciao, euer Enduro. Nee. Da hinten wechseln wir die aus. Das kann noch mehr. Mit Mühe und Not erreicht der Haus und Hof oder wie war denn das so? War das nicht die Glocke von Friedrich Schuh? Schieb mal mit. 1, 2, 3, jetzt. Ja.